Hey Leute, willkommen zurück zu Breath of the Wild. Ich bin der Schrubber von Terrinien. Hey Terry, was los? Schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Was hätten Sie denn gern? Oder möchten Sie was verkaufen? Okay, er hat nur noch dieselben Dinge auch bei Nacht. Jupp, wie es aussieht, alles klar. Octorok-Ballon. Nee, also Leute, ich hab inzwischen tatsächlich mehreren Leuten dabei zugeguckt, wie sie das Anfangsplateau meistern und dadurch natürlich wieder, alter Mann, ey, man kann so viele verschiedene Sachen machen, ne? Und deswegen möchte ich gleich nochmal dahin zurück. Natürlich mit, was ist mit dir? Natürlich mit Porter, aber erstmal, hallo? Oh, Verzeihung, ich war in Gedanken und hab dich gar nicht bemerkt, bitte entschuldige. Ich forsche Tag und Nacht, um dem Phänomen des Blutmonds auf die Spur zu kommen. Blut was? Ja, wie, du kennst den nicht? Das geht ja gar nicht, hör mir zu. Es begann am Tag der Verheerung. Seitdem zeigt sich in gewissen Nächten ein roter Vollmond am Himmel. Und das Ganze unabhängig von der eigentlichen Mondphase. Um Mitternacht färbt sich dann der gesamte Himmel blutrot. Zu diesem Zeitpunkt erheben sich alle Monster, die eigentlich getötet sein sollten, und werden neu beseelt. Ach, das ist der Blutmond. Oder wie wir es nennen, Respawn. Warum werden die Monster wiederbelebt? Und warum taucht wie aus den Nichts ein roter Vollmond auf? Niemand hat eine Antwort auf diese Frage. Es ist ein rätselhaftes Phänomen. Wenn du etwas über den Blutmond herausfindest, lass es mich bitte wissen. Ach, krass. Was haben wir gerade für einen Mond? Das ist der Blutmond. Oh mein Gott. Okay, warte, um Mitternacht, ne? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Nee, Leute, und ja, es ist wieder so ein typisch, dass ich natürlich das nicht gecheckt habe. Da kommt man da ganz leicht rein in den Schrein. Wenn man immer ganz neue, brandneue Fähigkeiten hat, dann vergisst man immer, dass man die eigentlich einsetzen soll. So ruhig. Ja, das stimmt, gnädigste. Oh, da kommt noch einer angestiefelt. Oh, voll schön. Natürlich haben wir doch, ein Eisdings. Da kann ich mir einfach eine Säule machen. Und dann spricht er einfach rüber. So super einfach kann's gehen. Hups. Dann haben wir immer schön ein. Naja, haben wir nicht eigentlich einen Porter? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Oh, halt. Das wollte ich einfach schon trainieren. So, wenn ich denn hier quasi einen Warp-Point habe, gehe ich nochmal zurück zum Plateau, denn ich brauche unbedingt die Hylia-Hose und das Winter-Wams. Ja, Wams, nicht Sams. Keine Ahnung, was mit mir los war. Und ja, vielleicht auch noch ein paar Crocs oder so mal holen. Mal gucken. Weil es ist an sich, ja, das müsste ganz schnell gehen. Vor allem, weil wir uns teleportieren können. So, weil es ist ernst lustig, den Winterwams, den dachte ich ja erst, den habe ich mir jetzt schon mal versaut. Aber nee, den kann man tatsächlich noch kriegen. Mit sogar noch was kleinem Neuem, was ich auch noch nicht gesehen habe. Aber dazu gleich später unmittelbar mehr. So, wo sind wir jetzt hier? Oh, war ja. Der Name ist Hayodama. Im Namen der Göttin sollst du geprüft werden. Okay. Mit Eis, wa? Wegweisendes Wasser. Okay. Ich hab den Schrubber dabei. Ich kann alles machen. So, hier einfach Eis machen. Aber, warte mal, fließt das Ding jetzt? Nee, oder? Nee, gut. Warte mal, wegweisend Wasser. Heißt das, die irgendwas hinterm Wasserfall? Hinterm Wasserfall! Boah, nee, jetzt kann man schön duschen. So. Okay. Und hier. Ach, guck mal, da oben. Warte mal, kann man denn. Da kann man. Ach, guckt euch das mal an, das ist ja geil. Okay, boah, wie cool, ey. Einfach so. So, da müsste ich jetzt ranspringen und hochklettern können, ne? Jawohl. Nice. So, und da oben war jetzt aber noch was. Boah, wie komme ich denn da jetzt hin? Okay, warte, muss ich mehrere machen. Man kann ja mehrere so machen. So. Mann, Leute, das Spiel ist so genial. So, dann, ja, das schaffe ich jetzt noch nicht. Da muss ich jetzt mal kurz ein bisschen versetzt einmachen. So sollte ausreichen. Oh, halt. Na, komm schon. So. Wow. Okay, gut. Hat geklappt. Ich. Oh, was haben wir hier drin? Was haben wir hier? Ein violetter Rubin. Er ist 50 Rubis wert. Sein violetter Glanz löst ein wohliges Kribbeln in deiner Magengegend aus. Oh, yeah. Hui. So. Wegweisendes Wasser, ey. Ich werd bekloppt. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Okay, die Tempel werden jetzt schon viel, viel größer. Was mir sehr gefällt. Was ja echt richtig nice ist. Okay. Okay, warte, was haben wir hier? Sieht hier so andersfarbig aus? Nee, ist aber nur wegen Lichtreflexion. Okay. Okay, ich muss jetzt bestimmt einfach nur. Ja, wartet, ich komme da bestimmt hinten ran.
Ach du meine Güte. Ja, okay, wartet mal. Oh, wartet mal, ich muss hier ohne aufpassen, dass das hier so bleibt. Machen wir erstmal das. Ups. Oh, ist doch zu weit weg. Unter dir steht da. Ja, okay, das ist glaube ich zu weit weg, denn. Ne, warte. Jetzt geht's. Ah, ne, okay, wartet. So. Okay. Dann müsste der da genau reinrollen. Und dann hier müsste ich ja eigentlich bloß den hier so abblocken mit zwei Dingern. So, warte, aber noch eins. Der rollt ja da rüber. Warte, noch eins. Schnell. Na, ne, so, jetzt müsste das aber klappen. So, mal gucken. Schauen wir mal. Gucken wir uns das mal an hier. Oh Gott, kann sein, dass es zu fett ist. Puh. Stoop. Und der Kandidat hat verkackt. Okay, wartet mal. Dann, mache ich den mal, boom, kaputt. Oh, oh. Nee, okay, warte mal, dann. Wie mache ich das denn jetzt? Vielleicht so? Nee, okay, ich muss das Ding eindeutig ein bisschen höher machen. Oder dass das Ding höher bleibt. Warte mal, vielleicht. Oh Gott. Ach, warte mal, vielleicht. Ah, nee, Quatsch, dann rollt er wieder zurück. Ich probiere einfach ein bisschen rum, dass das Ding hier noch Schwung raufkriegt. Bumm. Wumm. Oh, ups. Nee, der muss höher. Aber der rollt ja dann runter. Warte, der muss ich das wohl manuell machen. Ja, okay, warte. Ich weiß wie. Dann muss ich den erstmal kaputt machen, weil der da oben reicht aus. Dann machen wir das eben mal hier hin. So, wenn er jetzt gleich kommt, muss ich sofort hier hin machen. Was zum. Okay, Moment. Machen wir den halt dahin. So, bumm. Ich fass es einfach nicht. Okay, warte, das ist hier, das ist jetzt rumprobieren. Das ist jetzt rumprobieren. Stump. So, und jetzt müsste ich halt irgendwie, wenn der da kurz rumbounced, muss ich hier unter noch ihn hinmachen. Ich hoffe, das klappt, dass er so leicht schräg denn ist. Was war denn? Na, nee. Moment. Obwohl, ich kann ja eigentlich so machen. Ihn nochmal richtig weiterleiten, oder? Das müsste ihn noch eigentlich weiterleiten. Pass auf, jetzt hier, pass auf. Stump. Ja, geil. Okay. Ja, manche denken da komplizierter als andere. Aber ist doch scheißegal, wenn das Ergebnis dasselbe ist. Wow. War super cool. So. Wegweisendes Wasser. Geschafft. Okay, ich habe auch schon gelesen, ich habe im ersten Magnetschrein eine Truhe übersehen. Oh je, aber da ist tatsächlich nichts Besonderes drin. Nur Pfeile, für die es wissen wollen. Ah, vielleicht hole ich es ja trotzdem noch. So. Untersuchen wir mal den Typen hier. Und holen uns wieder ein Fragment der Ehre ab. Boah, das Wow. Prüfung ist bestanden. Oh, das habe ich auch gesehen. Wurde mir auch erzählt, die ersten vier Mönche, Priester, die formen ja echt einen Triforce. Aber auch so richtig mit den richtigen Positionen, dass die Dreiecke, einer hält so eine Dreieckshand oben, der andere halt eher links, rechts und dann der andere noch verkehrt rum für das Mittelstück. Voll nice. So, wow. Und wieder eins. Brauche ich eigentlich nur vier, um wieder zu der Göttin zu kommen zu können? Hiermit ist dein Dienst erfüllt. Weil für die erste Dings hatten wir ja vier gebraucht. Vielleicht, weiß nicht. So, wenn das hier echt zu much wird, dann überspringe ich das immer in Zukunft. Aber okay, nice. Geschafft. Wir haben einen neuen Teleporterort. Bloß, wie komme ich jetzt hier wieder raus, wenn ich mich hier hinbeame? Weil irgendwie ist das ja, ich kann ja hier keine Eissäule, kann ich ja gar nicht hier machen. Denn, ja, weil hier sind überall Stacheln. Also zu nah sind hier Stacheln, als hätte ich irgendwie Wasser gemacht. Oh, die Stacheln sind einfach weg. Alles klar. So, dann halt jetzt mal ganz schnell nochmal zurückporten. Hier war den Stall, der ist markiert. Sehr schön. Okay, ganz schnell. Ich weiß ja, wo das ist. So, ich glaube, hier ist am besten. Ah, nee, halt nicht. Ich will ja zum Turm. So, wie gesagt, ich weiß nämlich, wo das alles ungefähr ist. Auf jeden Fall die Hose brauche ich, weil die hat eine Verteidigung. Und Winterwams brauche ich auch. Und ich weiß halt noch zwei Crocs, wo die sind. Dann hätte ich acht, so eine Dinger. Aber ich weiß nicht. So sieben Schreine haben wir schon gefunden. Voll cool, die Anzeige. Leute, das Spiel ist wirklich, also, unglaublich toll. Unglaublich schönes Spiel. Und ich will mir auch noch ein Pferd fangen, Leute. Vielleicht versuche ich es einfach echt nochmal. Habe ich wohl so blöd angestellt oder so. Was ist da mit dem Blutmond? Das heißt jetzt echt einfach, dass jetzt alle Monster wieder hier sind. Ah, inzwischen ist wieder Tag. Oh. So, Turm des Plateaus. Dann ganz schnell runterreisen. So, wo ist denn das ungefähr? Halt. Achso, hier ist die falsche Richtung.
Hier irgendwo, da. Alles klar. Dann, ganz simpel, einfach nur da hinten hin. So, weil da irgendwie habe ich halt echt vorbeigelaufen. Da steht einfach eine Truhe rum. Mit der Hose drin. Hui. Ey, die sind gleich wieder da. Nee, da unten noch nicht. Hm. Okay, so. Yes, ja. Okay, ganz schnell. Danach zu dem ollen Haus des Kings. Da bin ich gespannt, was da in seinem Tagebuch drin steht. So, hier ist die Truhe einfach, ja, voll verpasst. Ich frage mich nicht, warum. So, das ist mein Rudo-Typ. So. Und es ist die Hylia-Hose. So, gleich mal anziehen. Guck mal, macht Verteidigung auf 7. So, und sieht viel schicker aus. So, So, dann will ich jetzt aber noch den Typen da killen. Mal gucken mit Reise 200 Soldatenschwert habe ich so viele, ne? Ja. Welches ist noch brandneu? Okay, die glitzern hier noch. Also nehme ich das mal. Jetzt bin ich nicht mehr der Schrubber. Es reicht jetzt. Komm her. Alter. So. Schön viele Sachen mitnehmen. Hier müsste doch ohne was drin sein. Okay, kriege ich jetzt nicht kaputt. So. Und dann hätte noch überlegen wegen Groxer. Da kann ich mich doof hinbeamen. Das kann ich vielleicht doch nochmal überlegen. Ob ich das ein andermal mache. Weil eventuell von wegen... Ich weiß noch nicht, wofür wir die sammeln. Ne? Irgendwann finde ich bestimmt raus, hey, die brauchst du dafür. Und dann, oh shit. Dann gehe ich auf jeden Fall nochmal zurück. Okay. Ey, guck mal, doch, ich kann nochmal beten oder was? Habe ich echt was genug? Wartet mal. Oder kann ich für jede was machen? Nee. Also bisher habe ich das Gefühl, ich brauche immer 4. Ne? Ich guck mal. Warum leuchtet das? Oder leuchtet das immer? Keine Ahnung. Du hast Herausforderung bestanden. Ich will dir neue Kraft gewähren. Doch, du besitzt noch keine 4 Zeichen. Okay. Alles klar. Sobald du 4 Zeichen hast, kehre zu mir zurück. Okay, cool. Also noch ein Schreien. Den fehlt ja bestimmt ganz locker. Und dann habe ich tatsächlich wieder genug. Und dann werde ich aber mal die Ausdauer erhöhen. Einfach, dass wir für den Anfang 2 verschiedene Sachen haben. Hui. Hui. Yes. So. Mal gucken, was da jetzt, wie gesagt, der Tagebucheintrag wurde erweitert. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Und ich koche jetzt auch, ich weiß auch, was man jetzt braucht. Das ist echt, man braucht den Hyrule-Barsch als letzte Zutat. Der ist auch wirklich in der Nähe des Turms. Weil da ist so ein kleiner Tümpel gewesen und da kann man das alles machen. So. Okay, guckt mal hier, Leute. Jetzt steht hier einfach so eine Truhe drinne. Wenn man die Quest halt nicht macht, bevor der König abhaut. Tada! Winterwams. Voll nice. So. Das sieht aus, Mann. Yeah, voll mit dem Kopftuch so. Okay. Und jetzt, Leute, guck mal hier, im Tagebuch steht jetzt hier neue Sachen drin. Verehrter Link, insgeheim hast du vielleicht geahnt, wer ich wirklich bin, aber es tut mir dennoch leid, dass ich mich vor dir verstellt habe. Es schien mir die beste Möglichkeit, dir nach dem Erwachen aus dem Schlaf des Lebens beizustehen. Schlaf des Lebens. Weiterlesen. Als Schauspieler ereigne ich mich gar nicht schlecht, oder? Aber gut, jetzt ist nicht die Zeit für Scherze. Ich bitte dich, Link, vernichte Ganon und rette meine Tochter Zelda. Ich weiß, was ich viel von dir verlange, doch das tue ich, weil ich daran glaube, dass du es schaffen kannst. Ich sehe es in deinen Augen. In dir glüht noch dieselbe Kraft und derselbe Mut wie vor 100 Jahren. Wow. Ich habe meinen Winterwams hier für dich zurückgelassen. Ich hoffe, es wird dir nützlich sein. Auch mit Hilfe von Feuer oder gewissen Gerichten kannst du der Kälte trotzen. Aber das bringt viele Gefahren. Die Zukunft liegt in deinen Händen. Ist doch schön, oder? Ich finde das schön. So, na wow. Okay, Chili nochmal her. Viel mitnehmen hier. Röstapfel. Nice. Okay, dann koche ich jetzt einfach mal. Muss aber bloß das Ding hier anzünden. Warte mal, wie mache ich denn? Ist irgendwo Feuer? Nee, dann mache ich das schnell mit Pfeil und Bogen. Ja. Feuerpfeil. Habe ich einen noch. So, voll nice, oder? Das funktioniert super. Okay, dann, wie gesagt, eigentlich auch schon ein bisschen so ausgefunden. Man kann hier gleich, guck mal, da ist gleich so ein, der Knopf X, kann man gleich so ein Handmode aufführen. Das ist richtig nice. Geht alles ein bisschen schneller. So, also Fisch, Wild und das ist es, was das leckere Gericht zubereitet. Tada! Oha! Alter, scharfer Grillteller. Lässt sich große Kälte aushalten. So, da haben wir ihn. Sehr schön. So, kann ich den mal nutzen, um noch ein bisschen was anderes zu kochen? Bisschen Medizin. Ich probiere einfach mal ein bisschen Medizin aus, oder? Obwohl, so was hier, nee, Mutter muss ich ja mit Insekten kochen. Ja, auch mit Insekten. Ich habe noch keine Insekten gefangen, oder? Warum habe ich noch keine Insekten? Naja, gut. Dann wird's wohl doch, Kochsalz, will ich mal probieren. Wartet. So, Handmode, so, Salz.
Dann noch ein bisschen mit Pilzen verfeinert. Okay, alles klar. Man soll sich ja ausprobieren, ne? Hups. Oh, Schmorbraten. Nice. Okay, gut. Dann, ja, gehen wir mal wieder zurück. Das mit den Crocs mache ich dann doch ein andermal. Ach, guck mal, da verschwinden auch die Grenzen, verschwinden dann. Cool. So, der ganze Weg hier. Alle möglichen Schreine. So, und wir wollen hier hin. Vielleicht auch nochmal, wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn ich jetzt noch einen Schrein finde. Ich meine, wir haben ja den Sensor, der ausschlägt. Weil dann, ja, ne, warum nicht noch irgendwie, ja, warum nicht? Dann habe ich nämlich mehr Ausdauer. Das kann man auch machen, das kann man nur machen. Gut, ach, der Blutmond, voll übel. 993 Rubine, ey, da, wir haben so viel Cash. Wir haben einfach nur Cash, so richtig viel. So, Ayudama-Schrein, das war wieder. Okay. So, dann. Such ich mal nochmal kurz Pferde. Terry rennt hier wieder rum und strotzt dem Wind. So, sind die Pferde jetzt eigentlich alle verschollen oder sowas? Nee. Okay, mein Kältemeter ist ein bisschen runter. Sehr schön. Es wird nicht mehr so schnell kalt. Da sind wieder Pferde. Okay, wartet mal. So. Und ich weiß auch inzwischen, man kann auch richtig cool so ein bisschen, wie macht man das nochmal? Nee, da sowas nicht. Man kann so ein bisschen schnell sich auch ranschleichen. Hups, und das dürfte trotzdem nichts ausmachen. Na toll, wenn mich jetzt eins sieht, dann hauen die doch alle ab, oder? Okay, ganz ruhig. Das ist wieder der schwarze Hengst wieder, der mich immer abgeworfen hat. Warte mal, ich glaube, zu dem gehe ich mal nicht. So, schön schleichi, schleichi. So, ich will den da hinten haben. Ups. So. Okay. Ach so, ganz vorsichtig. Wir müssen tätscheln. Macht uns ready. So. Oh. Ich hab's schon. Oh mein Gott. Ich hab schon ein Pferd. Okay, alles klar. Wow. Alter, geil. Wieso geht der immer so schnell? Oh, der Regen. Es regnet zum ersten Mal. Leute, wieso? Wieso ging das jetzt so schnell? Warte mal, ich will mal das. Oh, swoo, ich will das mal registrieren lassen. Das müsste ja gehen. So. Leute, wir haben einfach unser erstes Pferd. Okay, das geht. Oh Gott, wie halte ich ihn nochmal an? Achso, nee, wie halte ich ihn an? Einfach. Ich weiß nicht, wie ich anhalte. Nein, 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 nein. Bleib sofort stehen. Okay. Okay, ich war gerade den Hahn los. So, ich weiß nicht, wie ich anhalte. Das steht da unten nicht. So, oh, Leute, guck mal, unser erstes Pferdchen. Keine Ahnung, ob das ein gutes Pferd ist. Ich weiß es nicht. So, und ich weiß aber, dass man halt in diesen Stellen, in diesem Stall hier sein Pferd quasi lagern kann. Will ich jetzt mal probieren. So, hallo. Hi. Hallo, willkommen in unserem Stall, wo du alles rund ums Pferd bekommst und dich auch selbst ausruhen kannst. Ah, du bist das erste Mal hier, oder? Weißt du, wie Ställe funktionieren? Nee. Oh. Dann erkläre ich es dir mal eben. Du kannst bei uns Pferde unterbringen und nach Belieben um mitnehmen. Vielleicht sind dir unterwegs schon Wildpferde begegnet. Fang eins und bring es her. Wenn du uns ein Pferd bringst und es bei uns registrierst, ist es offiziell dein Pferd. Du kannst bis zu 5 Pferde besitzen und sie natürlich auch jederzeit wechseln. Geil. Möchtest du wissen, wie man ein Wildpferd fängt? Weiß ich schon. Oh, Verzeihung, dann fangen wir doch gleich anders an. Willkommen in unserem Stall. Wenn du ein Wildpferd gefangen hast, kannst du es dir registrieren. Falls du übernachten möchtest, wende dich bitte an der Rezeption drin. Also, wie kann ich dir helfen? Registrieren. Sehr gern. Oh, kostet Geld. Bitte überprüfen wir noch einmal, ob das hier das richtige Pferd ist. Ach, guck mal. Alter, guck mal, Leute. Alter, der richtige Status mit der Stärke, Tempo, Ausdauer und Temperament ist ruhig. Auch ein ruhiges Pferd für den Anfang, warum nicht, ne? Ja, klar. Nehmen wir einfach unser erstes Pferd. Vielen Dank, Mann. Für Registrierung erheben wir eine Gebühr von 20 Rubinen. Aber Sattel und Zaumzeug sind inklusive. Oh, geil. Oh. Danke, Mann. Schon ich reite hier ohne Sattel. Bitte gib einen Namen für dein Pferd ein. Oh, wie nenne ich das jetzt? Wie nenne ich jetzt mein erstes Pferd? Stuti. Ne, wie nenne ich mein erstes Pferd? Ich weiß gar nicht, ob. Ich weiß. Ne, warte mal. Ich nenne es einfach, ich nenne es einfach. Ja. Ersti. So, mein Pferd Ersti. Ist das nicht schön? Weil mein erstes Pferd ist. Das soll also Ersti sein? Klar, Mann. Die Ressourcen ist abgeschlossen. Möchtest du mit diesem Pferd gleich weiterreisen? Ja, Pferd mitnehmen. Ah. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Oh, shoot, Vollsattel aufgezogen. Ach, übrigens, falls du und dein Pferd unterwegs getrennt werdet, pfeif einfach und dein Pferd kommt zu dir. Ja, pfeifen. Wenn dein Pferd allerdings zu weit weg ist, kann es dich nicht hören.
Ach Leute, ist das schön oder was? Oh, was? Oh, was macht denn das Pferd? Hm? So, mal kurz tätscheln. So, hoho, okay, alles klar. Dann legen wir mal los. Wohin jetzt? Am besten einfach den Weg weiter folgen, oder? Vielleicht schlägt ja der Meter aus. Oh, rennen wir hier erstmal im Regen durch die Gegend. Da, 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 da. Ist alles okay. So, wow, wow, wow. Ey, wo will er denn hin? Mein Gott, das Pferd hat seinen eigenen Willen. So, ich schlender mal kurz hier ein bisschen langsam. Ich will ja nichts verpassen. Oh, es sind noch mehr Pferde. Oh mein Gott. Oh Gott. Na, na, na. Ey, das lenkt manchmal echt von alleine noch woanders hin. Am Anfang. Ist das cool. So, was haben wir hier? Ich hatte bestimmt eine Bombe legen. So. Alles klar. Dann will ich mal ganz kurz hier. Alles klar, ich steige wieder. Ich steige wieder ab. Wow. Okay, Pferdchen. Kann ich. Oh Gott, nee. So geht nicht tätscheln. Wow. Moment. Bomben. So, bitte einmal mal Bomben. Okay. Ah. Eine Truhe. Nee. Wie es hier aussieht. Tierschild. Traditioneller Schild. Okay, der ist schwächer als mein jetziger. Nehme ich trotzdem mit. Was? Oh Mann. Der Schild ist doch cool. Wartet mal. Ja, den Topfdeckel, den brauche ich nicht. Der ist hier auch noch sehr gut. Alter, der ist ja richtig stark. Dann nehme ich erstmal den, wa? So, der kann weg. Schon ganz so einen starken Schild am Anfang des Spiels bekommen. Okay. Her mit dem Schild. So. Okay, Pferdchen so. Ah! Ey, lass mein Pferdchen in Ruhe. So. So. Oh, ich habe den Schleim zerschlagen. Ist ja übel. So, was ist das denn? Ah, sind andere Pferde nur? So. Oh, voll geil aufgesprungen. Los geht's. Kann nochmal tätscheln. So. Zuneigung steigt. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nein! Schnell, wir müssen weg! Wir müssen weg, weg, weg! Oh, oh Gott, hier, was ist denn hier? Chili? Okay, kann ich so nicht mitnehmen. Oh mein Gott, Alter, komm! Okay, da, ich sollte vielleicht nicht so krass vom Weg abgehen. Sonst geht's mir schlecht. So, komm, 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 tätscheln. So. Was haben wir da noch? Da oben ist noch irgendwas. So. Na, bleib mal ruhig. So, immer wieder, wenn es so ein bisschen rumbockt. Wow. Ja, einfach ein bisschen tätscheln, dann klappt das schon. So. Bei Regen werden alle Oberflächen nass. Ach, kein gutes Wetter zum Klettern. Ah, warte mal, da ist ein X dran. Dann kann ich da bestimmt runterballern, oder? Wow, halt. So. Oh, ich habe nur einen Pfeil. Achtung. Ha! Oh, mein Pferdchen. Oh, es tut mir leid. Ich hab. Oh, oh. Oh, mein Pferdchen voll erschrocken. Wow, Leute, ey. Meine Güte. Okay, ein Opal trotzdem bekommen. Nice. So. Leute, wir haben ein Pferd. Da ist noch ein Kranich. Nein, ups, sorry. Oh, dumm. Oh Gott. Ah, die Bombe rollt dahin. Na? Ja. Voll geil, voll die Bombe neu getroffen. So, schön mit dem Fleisch. Okay, ah, die Sonne scheint da wieder. Oh, mein Pferd voll nass. Mann, oh, was die alle gedacht haben. So detailmäßig und so. Okay. Wir gehen weiter. Wir reiten weiter. So. Bisschen tätscheln. Ja, mein Pferd mag mich immer mehr. Wow. Oh, er springt von alleine. Okay. Oh, hallo, wer sind Sie denn? Ein topazfarbener Tag. Hm? Du hast dich... Brokkola. Du hast dich verlaufen, oder? Das ist nicht tragisch. Jeder verläuft sich mal. Der Stall der Zwillingsberge liegt im Süden von Hathaway und Hathaway im Osten. Hast du nicht eine Karte zur Hand? Wirf regelmäßig einen Blick darauf, dann verliest du dein Ziel nie aus den Augen. Ach, gäbe es doch nur eine Karte, die einen den Weg durchs Leben weist. Ja, das ist... Ja, die muss noch gefunden werden, ey. So, Pferdchen. Los geht's. Aber Leute, der Part ist schon wieder vorbei. Oh. Na, nicht weglenken. Komm ich hier rüber? Auf der Karte sieht es aus, als ob die Brücke kaputt ist, aber nee. Okay. Schön. Oh, man möchte einfach... Ey, man möchte einfach auch im Nachhinein so gerne einfach durch die Welt reiten. Hm, ach, die Mittagssonne. Oh. Guck das mal, wie schön das... Ey, der Stil ist wirklich unfassbar toll. Ich finde es echt sehr, sehr cool, dass Nintendo da nicht... Oh, ja, wir machen jetzt hier die fette High-End-Grafik, so ähnlich, sag ich mal. Also, oder wir machen das jetzt versuchen, das so mega krass realistisch zu machen, wie zum Beispiel Twilight Princess. Das passt doch super cool zu dem Stil. So, da liegen irgendwelche Blumen. Blümchen. Ups. Boah, einfach abgesprungen. So.
So. Okay. Aber Leute, ja, ich würde... Liegt da was im Wasser? Da ist nur ein Octorok. Unter der Brücke irgendwas? Brücken sind doch immer die geheimnisvollen Dinge. Na gut, also ich würde sagen, ich beende den Part. Wir machen uns halt auf den Weg nach Kakariko. Ja, folgen dem Weg hier und dann sind wir da. Oh mein Gott. Oh, das sieht doch... Ah, ich glaube, das kenne ich aber auch. Das ist doch bestimmt auch aus dem Trailer, das Dorf. Okay, gut, Leute, aber vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part von Breath of the Wild. Ich mit meinem coolen Pferdchen hier. Ciao!